Ja, liebe Wummersfreunde, hier bin ich wieder und ich bin mal wieder in meiner Lieblingsstadt hier an der Algarve und zwar in Lagos. Und hier in der Nähe habe ich einen Campingplatz für einige Wochen fest gebucht und habe mir da ein kleines Auto gemietet. Das ist sinnvoll, wenn man hier ein paar Wochen ist. Kostet jetzt in der Vorsaison auch nicht die Welt. Für 3 Wochen zahle ich da 450 € inklusive sämtlicher Versicherungen und dann ist man also flexibel hier unterwegs an der Algarve. Und ich fahre öfters mal nach Lagos abends oder nachmittags, laufe ein bisschen durch die Stadt. Es ist eigentlich wunderschön hier in Lagos, also eine wirklich schöne Stadt. Also für mich passt die schönste Stadt hier an der Algarve, würde ich so nach meinem persönlichen Empfinden so sagen. Mit einer schönen historischen Altstadt und da fahre ich gerne mal hin und laufe da durch und ja, das machen wir jetzt. Ihr habt ja gerade schon mal die Festung am Hafen gesehen, hier am kleinen Bootshafen und die zeige ich euch dann später nochmal genauer, aber jetzt geht's erstmal in die Stadt. Ja, wenn man von Norden kommt, dann kann man schön an der Strandpromenade, am Beginn der Strandpromenade parken und dann ein Stückchen weiterlaufen, dann kommt man zur Praça Infante Dom Henrique und das ist ein schöner Platz, den seht ihr jetzt hier und auf diesem Platz auf der Nordseite ist das alte Zollhaus und das alte Zollhaus, das seht ihr jetzt gerade, kommt gerade ins Bild und das ist also mit einer etwas unrühmlichen und traurigen Vergangenheit verbunden, denn hier fand 1444 der erste portugiesische Sklavenmarkt statt. Ja, Lagos, das war die erste Stadt hier in Portugal bzw. in ganz Europa, in der mit Menschen gehandelt wurde. Da die meisten Sklaven anfangs aus Westafrika verschleppt wurden, hat Nigerias Hauptstadt über diese erschütternde Verbindung ihren Namen erhalten. Sie heißt nämlich ebenfalls Lagos. Ja, auf der Südseite des Platzes, das habt ihr eben gesehen, da steht die stattliche Kirche Santa Maria. Und wenn man rechts dann daneben läuft, gelangt man über eine schmale Kopfsteinpflaster zu einem weiteren malerischen Stadttor, dem Arco de São Gonçalo. Ja, ich denke, genug Geschichtsstunde für heute. Laufen wir doch gemeinsam mal durch diese schöne historische Stadt Lagos. Ja, hier bei diesem guten Mann, da habe ich mir ein nettes Armband gekauft und die Altstadt von Lagos, die wird ja begrenzt durch die lange Zufahrt zur Marina und zum Hafen und da kann man wunderschön langlaufen, da fahren die Boote, die Touristen zu den Klippen fahren und zu den Felsformationen und zu allen möglichen weiteren Attraktivitäten, die man nur mit Boot erreichen kann. Und man kann dann schön an dieser langen Hafenanfahrt
oder Hafen Einfahrt vorbeilaufen. Da gibt es auch viele Stände, wo man Sachen kaufen kann. Und es ist so ein bisschen, als wenn man am Meer ist. Man ist aber nicht mehr direkt am Meer, sondern an dieser Hafeneinfahrt. Ja, ich wollte euch ja noch dieses vorzeigen, was hier direkt an der Hafeneinfahrt liegt. Und zwar ist das das Fort Ponta da Bandeira aus dem 17. Jahrhundert. Und das sollte den Hafen eben hier verteidigen. Und beim Erdbeben von 1755 wurde es erheblich beschädigt, wurde dann aber bereits 1758 wiederhergestellt. Oder bis 1758 wiederhergestellt. Also hatte wohl hohe Priorität. In den 3 Jahren war das Fort dann wieder repariert. Ja, direkt am Fort gibt es auch schon einen schönen Strand, und zwar den Strand Praia da Badata, und es schließen sich dann noch weitere Strände daran direkt an. Ja, eines der bekanntesten Strände ist da der Praia do Camilo, und da gibt es auch eine Treppe, die einen runterführt an den Strand. Leider war die gesperrt wegen Bauarbeiten, sodass ich also nicht zu dem Strand runterlaufen konnte und das Ganze nur so ein bisschen von oben gefilmt habe. Der Strand liegt nicht mehr so weit entfernt von der Ponta da Piedade, also ist mehr oder weniger schon fast die gleiche Gegend wie die Ponta da Piedade, nur einige 100 Meter von entfernt, und man kann auch über die Holzstege, die an der Ponta da Piedade starten, direkt bis zum Praia da Camilo rüberlaufen. Ja, so ungefähr auf der Hälfte zwischen der Ponta da Piedade und der Hafeneinfahrt von Larisch, also da, wo die Festungsanlage liegt, würde ich sagen, so ungefähr auf der Hälfte dazwischen liegt der Praia da Ana. Und das ist auch also ein schöner Badestrand, der gut zu erreichen ist. Gibt es also große Parkplätze, wo man sein Auto abstellen kann und kann dann zum Strand runterlaufen. Gibt auch Hotelanlagen da in der Gegend und also wird stark besucht von vielen Menschen. Der Strand war auch ganz gut besucht, als ich da war, und ich habe mir das Ganze auch mal in Ruhe so ein bisschen angesehen, wie es da so aussieht. Ja, an einem anderen Tag bin ich dann natürlich nochmal wieder nach Larisch gefahren, bin weiter nochmal durch die schöne Altstadt hier gebummelt und habe da auch ein nettes Restaurant oberhalb des Fischmarktes oder oberhalb der Markthalle entdeckt, wo man also sehr schön speisen kann, und habe mir dann also noch einige dieser Kirchen von Larisch angesehen und bin dann anschließend auch noch in die Marina mal gefahren, die es hier in Larisch gibt, also eine große Marina am Ende eben dieser langen Einfahrt vom Meer. Und die Marina, seht ihr ja, ist also gut mit Booten belegt. Es gibt da auch am Ende viele Restaurants, wo man sich hinsetzen kann, und das lohnt sich auf jeden Fall auch mal zur Marina rüber zu fahren oder rüber zu laufen. Es gibt über die Hafeneinfahrt eine Fußgängerbrücke und dann ist man auch ruckzuck in der Marina. Ja, das war's hier mit meinem Kurzbesuch oder Kurzbericht aus Larisch, also eines meiner Lieblingsstädte hier in der Algarve mit den tollen Stränden und den tollen Felsformationen. Und dann macht's mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.